Wir haben heute dabei Pia und Peggy von der Metafinanz. Die beiden Kolleginnen werden sich auch nochmal vorstellen, genauer, damit sie wissen, woher sie eigentlich diese spannende Expertise haben. Mein Name ist Sarah Richter. Ein paar Hinweise vorab, bevor wir gleich thematisch direkt reinstarten. Das Meeting, wie Sie alle gehört haben, wird aufgezeichnet und zusammen mit den Handouts nach der Veranstaltung auf der ISAKA-Homepage zur Verfügung gestellt, dass man sich eben auch im Nachgang nochmal ein paar Hinweise, Informationen durchlesen kann, es sich nochmal anschauen kann, hat sich bisher sehr bewährt. Eine CPE-Bescheinigung wird etwa 2 Wochen nach dem Event an alle Teilnehmer mit ihrer registrierten E-Mail-Adresse versendet. Fragen bitte, die an die Präsenter gehen sollen, an den Moderator schicken. Das können Sie in Webex auswählen. Wir sammeln das ein wenig und stellen dann am Ende nach dem Vortrag, haben wir Zeit eingeplant, dass wir da noch die Fragen stellen können. Feedback zum Event, Anregungen, Wünsche oder wenn man selbst ein spannendes Thema vorzutragen hat, gerne an unser Fachgruppenpostfach schicken. Der nächste Tech Talk findet am 31.10. statt und wird zum Thema Datenschutz gehalten werden. Und unsere Podcasts, eine kleine Neuerung, gibt es zwar weiterhin auf der Homepage von der ISAKA, aber jetzt auch auf allen größeren Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple, Google, ja. Finden Sie jetzt überall. Und damit übergebe ich gerne an die Kollegen und wünsche ganz viel Spaß bei dem Vortrag. Dankeschön, Sarah. Dann würde ich mich auch direkt vorstellen. Mein Name ist Peggy Jacobs. Ich bin Principal bei der Metafinanz. Das ist eine Unternehmensberatung der Allianzgruppe oder des Allianzkonzerns. Und ich unterstütze Kunden bei der Implementierung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen aus dem Finanz- und Quatsch, Anforderungen an die IT und an die Informationssicherheit. Aber auch mit dem Fokus auf Third-Party-Risk-Management, und darum geht es ja heute auch. Ich habe in den letzten 10 Jahren als Unternehmensberatung Beraterin nationale und internationale Kunden betreut, aus dem Finanz- und Versicherungssektor, aber auch dem produzierenden Gewerbe, der Lebensmittelindustrie sowie Behörden, und das schwerpunktmäßig auch in den Bereichen IT-Audit, IT-Risk-Management und Information Security. Aber wir freuen uns sehr, dass wir diesen Tech Talk auch heute mitgestalten können. Und dann würde ich direkt weitergeben an Pia. Ich bin Pia Zachari, ich bin die Kollegin von der Peggy. Ich arbeite als Senior Consultant bei der Metafinanz und berate meine Kunden schwerpunktmäßig zu Themen rund um IT Governance, Compliance und Risikomanagement. Und momentan habe ich sehr viele Projekte im Bereich VIT-Umsetzung noch und tatsächlich auch zur Umsetzung der DORA-Anforderungen. Und davor war ich auch schon ein paar Jahre in der Beratung tätig, habe wie Peggy auch IT-Audits durchgeführt. Und auch Kunden beraten, wie sie externe Anforderungen an ihre IT umsetzen, die jetzt aus dem rechnungslegungsrelevanten Bereich kommen, zur Umsetzung von GOBD oder Vorgaben der Wirtschaftsprüfer. Und ich freue mich auch, dass ich hier heute da sein kann. Ich musste kurzfristig für den Florian Lorenz einspringen, der heute leider krank ist. Danke, Pia. So. Ja, Third-Party-Risk-Management schon immer notwendig, jetzt erst im Fokus. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht erklären, was Third-Party-Risk-Management oder TPM überhaupt bedeutet. Vielmehr stellt sich eigentlich die Frage, warum TPM bedeutsam ist. Und dafür haben wir mal die diesjährige oder das diesjährige Allianz-Risikobarometer angeschaut. Hier werden Antworten zu Top-Geschäftsrisiken von circa 2.700 Unternehmen ausgewertet. Und was stellen wir hier fest? Wir haben auf Platz 1 der Geschäftsrisiken haben wir Cyber-Incidents, also Cyberkriminalität, Angriffe wie Malware, Ransomware, aber auch IT-Netzwerkstörungen oder Datenschutzverletzungen. Und das auch schon seit vielen Jahren in Folge. Und das erste Risiko ist auch gefolgt von Business Interruptions, also ja, Geschäftsunterbrechungen in der Lieferkette. Und jetzt haben wir auch schon mal Lieferkette gehört. Und genau an der Stelle kommt auch TPM ins Spiel. Diese genannten Top-Geschäftsrisiken sind halt eng verzahnt mit den Risiken von Drittanbietern.
Sind insbesondere lange Lieferketten mit vielen Subunternehmen erhöhen natürlich auch die potenzielle Kontaktfläche für Cybervorfälle und sind demnach auch schwer zu verwalten. Wir haben an der Stelle auch mal einen Cyber-Inzident simuliert, wie er bestenfalls nicht ablaufen sollte, ist aber so schon mal beim Kunden passiert oder wahrscheinlich auch bei anderen Kunden passiert oder bei anderen Unternehmen passiert. Also wir haben hier einmal so das Problem, dass der Cyber-Incident grundsätzlich viel zu spät erkannt wurde. Und man tappt auch relativ lange im Dunkeln nach der Frage des Ursprungs. Also schlimmstenfalls wird der Incident dann auch noch von einem Kunden gemeldet, bevor man ihn selbst überhaupt bemerkt. Ist genauso bei einem Kunden auch passiert. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob der Incident vielleicht noch seinen Ursprung bei einem IT-Dienstleister hat. Wir haben ja auch im Juli den weltweiten Cyber-Incident gehabt, verursacht von einem durch ein fehlerhaftes Update bei CrowdStrike. Da hat es ja wirklich Stunden gedauert, bis man überhaupt wusste, wo das überhaupt herkommt. Und dass man nicht selbst ja selbst sozusagen in dem Ursprung steht und in der Schuld steht. Und letzten Endes haben vielleicht auch viele erst durch die Medien erfahren, dass es sich dabei um CrowdStrike handelt. Und bis die Ursache dann auch überhaupt gefunden ist, vergehen dann meistens Stunden, bis der Incident gelöst ist, dann mit einem erheblichen Aufwand Wochen, teilweise auch Monate. Und irgendwann kommt man auch nochmal zum Punkt, hätte das vielleicht ein alternativer Dienstleister besser gemacht? Und warum hat sich dieser Prozess jetzt so oder hat dieser Prozess so viel Zeit in Anspruch genommen? Beim Kunden war das tatsächlich so, dass hier das TPM einfach nicht effizient genug eingerichtet war. Und damit würde ich auch direkt zu einem Third-Party-Risk-Management-Lifecycle schwenken. Ist natürlich die Frage, wie kann man dadurch den Schaden eines Cyber-Incidents eindämmen? Also wir haben in der Nutzung von IT-Services, also verstecken sich sehr viele ja, Risiken, vor allem voran natürlich das Cyberrisiko oder ein Cyberrisiko, aber auch Regulatorik, Finanz-, Reputationsrisiken. Und um diese Risiken natürlich zu meistern und gering zu halten, ist es wichtig, ein effizientes TPM einzurichten. Die Basis dafür bildet die TPM-Strategie und Grundsätze sowie Richtlinien, also das gesamte Rahmenwerk. Make or buy ist dann auch die Frage, was kann ich selbst erbringen, welche Leistungen können andere besser erbringen. Welche Kontrollen sind einzuhalten und zu erfüllen und welche Prozesse müssen beachtet werden grundsätzlich. Und dabei ist es auch essentiell, jetzt sind wir in dem zweiten Schritt, vor Vertragsabschluss auch eine Risikoanalyse durchzuführen. Und zwar für alle IT-Services. Also mit dem Digital Operational Resilience Act, also der DORA, sind auch viele international dazu übergegangen, das nicht mehr IT-Services zu nennen oder Outsourcing zu nennen, sondern IKT-Drittdienstleistung oder ja, Drittdienstleistung. Und darauf, wenn wir mit der Risikoanalyse durch sind, folgt auch die Erhebung von Konzentrationsrisiken und der Subdelegation oder Dienstleister. Das heißt, hier ist das Ziel, auch die Dienstleistungskette zu betrachten und nachzuvollziehen. Dann sind wir am nächsten Punkt, vertraglichen Bestimmungen. Die sind meist standardisiert, sollten aber Mindestinhalte enthalten. Und was auch hier wichtig ist und was auch zur Einfachheit beitragen kann, wir können schon mal die identifizierten Risiken in die vertraglichen Vereinbarungen mit aufgenommen werden. Also wichtig ist dann auch, dass die Third-Party-Risiken immer im Blick behalten werden und der Dienstleister auch entsprechend gesteuert und überwacht wird. Und hier soll natürlich auch abgeschätzt werden, wie die Third-Party-Risiken generell auch ins unternehmensweite Risikomanagement einfließen können. Und zum Schluss betrachten wir dann nochmal also das Notfallmanagement und die Beendigung. Also hier sehen Sie auch die mal 4 Punkte hervorgehoben. Wir konzentrieren uns heute auf die Risikoanalyse, Konzentrationsrisiken, Subdelegation, die Überwachung und Steuerung und das Notfallmanagement und die Beendigung. So. Das Third-Party Risk Management macht grundsätzlich aus vielen Gründen Sinn. Also wir erhalten viele Anfragen von Kunden, warum sie denn TPM einführen sollten oder müssen, oder auch Meldungen, dass man einen beispielsweise Datenschutzincident identifiziert hat und nicht mit einer Silbe darüber nachgedacht hat, dass
dass irgendwo auch in der Kette ein Subdienstleister ja Daten verarbeiten könnte. Und hier kommt halt Third-Party-Risk-Management ins Spiel. Das ist einmal aus Sicht der Finanzdienstleister nach den XAITs, also beispielsweise BIDE und FIDE, für das Ausgliederungsmanagement bei Banken und Versicherungen gefragt, aber auch mittlerweile nach DORA, nach dem Drittparteien-Risikomanagement. Und zusätzlich, wenn wir mal oben jetzt die Ebene betrachten, kommen auch aus Sicht oder kommen auch die Industrieunternehmen in den Fokus. Sie sollten sich auch Anforderungen oder ja, sie sollten auch Anforderungen an das Risikomanagement der Lieferketten betrachten aus Sicht vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und wichtig wird auch ab März 25, genau nächsten Jahres, die Sicherheit in der Lieferkette und Beschaffung bei Transport, bei Lebensmittel, Wasser und Energie nach der NIS2. So, und wie vorab schon gesagt, bildet die TPM-Strategie die Basis. Also die Strategie muss einmal eine Richtlinie auch umfassen, welche die Governance-Regelung, das Risikomanagement und den internen Kontrollrahmen des Unternehmens festlegt. Und die Kontrolle auch über seine Betriebsrisiken, die Informationssicherheit, Geschäftskontinuität über den gesamten Lifecycle vertraglicher Vereinbarungen eigentlich sicherstellt. So, und Unternehmen führen zuvor Risikobewertungen und Due Diligence-Prozesse durch und treffen dann auch Vereinbarungen mit den IKT-Drittdienstleistern, wie man bei Bedarf auch aus der Vereinbarung aussteigen kann und die Geschäftskontinuität für die Unterstützung gewährleistet werden kann. Und jetzt haben wir hier mal Prinzipien für das Third-Party-Risk-Management aufgelegt. Die richten sich oder die kommen jetzt stark aus der DORA, sind aber tatsächlich allgemeingültig. Also wir haben als ersten Punkt die Verantwortung. Das heißt, die Verantwortung für die Einhaltung und Erfüllung von Verpflichtungen bleibt bei Beauftragung von IT-Services trotzdem beim Unternehmen. Also das haben wir nicht nur bei der DORA oder jetzt seit der DORA, sondern das haben wir auch schon mit anderen Regulatoriken. Die COBIT spricht auch davon. Und also es ist nicht, dass an der Schwelle, wo man es sozusagen dem Dienstleister übergibt, hier auch die Verantwortung übergeben wird. So, dann haben wir als zweiten Punkt die Strategien, also hier nochmal die TPM-Strategie. Die sollte auch unter Berücksichtigung oder sollte berücksichtigt werden unter einer Mehranbieterstrategie und einer Richtlinie zur Nutzung von IT-Services oder IKT-Drittdienstleistungen zur Unterstützung kritischer Funktionen. Dann dritter Punkt. Überprüfung von Risiken. Also Risiken sollen in Verbindung mit dem IKT-Drittdienstleister und Drittdienstleistungen sollten regelmäßig überprüft werden. Dann den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und da schwenken wir auch wieder auf den risikobasierten Ansatz. Alle Maßnahmen, die sollen immer auch im Verhältnis mit dem Risiko oder mit dem identifizierten Risiko der Drittdienstleistung ja, im Verhältnis stehen. Dann haben wir an fünfter Stelle das Informationsregister. Das ist ein recht wichtiger Teil, auch ein Fokusteil oder Fokusthema. Hier kommen alle vertraglichen Vereinbarungen rein. Aber auch, die müssen auch jedes, also jährlich gemeldet werden in Form eines Berichts an die Aufsicht. Und bei Verlangen muss auch, oder auch Verlangen muss auch ein Register vorgelegt werden. Und dann haben wir die Überwachungsfunktion. Das heißt, es soll eine interne Funktion eingerichtet werden, die die Nutzung von IKT-Drittdienstleistern und Dienstleistungen überwacht. Das kann eine TPM-Funktion sein. Vielleicht haben Sie bei sich selber schon eine Outsourcing-Funktion identifiziert oder gesehen oder haben Sie auch schon. Also es gibt natürlich viele Namen, vielfältige Namen und auch vielfältige Themen und auch wie das organisiert wird. Dann kommen wir zum Punkt interne Berichtspflichten. Also es soll grundsätzlich auch über Vertragsvereinbarung an das Management reported werden und auch die relevanten geplanten wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die IKT-Dienstleister. Und was auch noch wichtig ist, die potenziellen Auswirkungen auf kritische, wichtige Funktionen, also auch Geschäftsprozesse. Also wirklich das Management hier mit einbinden.
Und zu guter Letzt ist halt sehr DORA-spezifisch die Meldepflicht. Die zuständigen Behörden müssen zeitnah über jede geplante Veränderung, vertragliche Vereinbarung und Veränderung zur Unterstützung der kritischen und wichtigen Funktionen berichtet werden oder unterrichtet werden. Und hier liegt auch die Betonung auf geplante Vereinbarung. Ich saß schon mal in einem BaFin-Audit, wo das Finanzunternehmen dann erklären wollte, dass sie die Meldung an die BaFin nach Vertragsabschluss weitergeben. Da gab es einfach nur große Stirnrunzeln, weil es wirklich vor Beauftragung sein muss. Genau. So, jetzt kommen wir endlich mal in den Lifecycle rein. Risikoanalysen vor Vertragsabschluss. Also vor Vertragsabschluss sollen alle relevanten Risiken, die mit dem Bezug von der IKT-Dienstleistung in Verbindung stehen, identifiziert werden. Also wichtig natürlich auch, dass auf Basis der Bewertung der Risiken auch geeignete Maßnahmen abgeleitet werden. Das heißt, diese Maßnahmen müssen auch eigentlich noch zusätzlich an die unterschiedlichen Funktionen kommuniziert werden. Und daraus kann wiederum auch eine effektive Ressourcenallokation ermöglicht werden, also ein hohes Return on Control. Das heißt, hier kann man entscheiden, bei welchem Dienstleister mehr Abstimmung stattfinden müssten oder auf welche Dienstleister eher knappe Ressourcen im laufenden Betrieb für Kontrollen aufgewendet werden. Und am Ende muss natürlich auch der Risikoappetit überprüft werden. Also soll ein Risiko gegeben dem Kontrollrahmen auch überhaupt eingegangen werden. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite die aktuelle Sicht. Das heißt, hier sind zwei Blasen dargestellt, die sich auch überschneiden. Und das soll sozusagen auch die Unsicherheiten bezüglich des Schadenspotenzial und der Auswirkung, Schadenspotenzial und Eintrittswahrscheinlichkeit einer Dienstleistungsbeziehung darstellen. Und wenn wir sozusagen jetzt auch noch eine Risikoanalyse durchführen, werden die Risiken, das sieht man jetzt auf der rechten Seite, Sicht nach Assessment, dann werden die Risiken scharf abgetrennt. Und ich kann sozusagen auch bewusst reagieren und ich kann sozusagen auf Basis der Risiken meine Maßnahmen ableiten und entweder mitigieren oder vermeiden. So, und unten sehen wir auch nochmal, wie eine Risikoanalyse auch aussehen könnte. Also wir haben auf der linken Seite die IT-Services abgebildet. Die sollen eruiert werden, einmal nach der kritischen und wichtigen Funktion. Also ich sehe hier, dass Nummer 1 und 2 kritische Funktionen sind und unten wird als sonstige bezeichnet. Also hier hat man sozusagen eine Non-SIF auch mit reingebracht. Dann wird jedes mögliche Risiko, das ist hier, also oder die sind hier, einzeln bewertet. Das heißt, ich habe hier nach einem operationellen Risiko bewertet, nach einem Rechtsrisiko, IKT-Risiko. Ich bin aber auch bei dem Ort der Datenverarbeitung und der Aufbewahrung und den Standort des Drittanbieters. Das heißt, es geht stark auch in den Datenschutz, auch Richtung FISA Act. Und daraus abgeleitet sehe ich dann, dass die Non-SIFs trotzdem kritischer bewertet sind als beispielsweise die SIFs. Daraufhin kann ich natürlich besser agieren auch oder bessere Entscheidungen treffen. Wichtig aber ist an der Stelle, dass immer Maßnahmen auch abgeleitet werden und stetig überwacht werden und nicht nur akzeptiert. Also an dieser Stelle biegen wir nämlich auch in die Steuerung und Überwachung ab. Diese Risikoanalyse gibt einmal einen Hinweis darauf, wie detailliert der IT-Service oder die IKT-Dienstleistung und damit auch der Dienstleister überwacht und gesteuert werden muss. Und grundsätzlich können diese Maßnahmen, wie auch schon vorab gesagt, in die Vertragsgestaltung einfließen, um die Steuerung und Überwachung auch zu vereinfachen. Und an der Stelle würde ich an dich, Pia, übergeben. Ja, wir sind im Bereich Konzentrationsrisiken und Sub-Outsourcing. Das ist insofern relevant, dass ich, wenn ich eine Ausgliederung plane, ich mir nicht nur anschaue, an welchen Dienstleister lagere ich aus, sondern auch anschaue, welche Subdienstleister mein Dienstleister wiederum hat.
Es kann nämlich passieren, dass selbst wenn ich mich dafür entscheide, dass ich mit mehreren Dienstleistern zusammenarbeite, um das Risiko zu streuen, die doch wiederum alle zum Beispiel mit demselben Cloud-Anbieter zusammenarbeiten und ich so, obwohl ich mehrere Dienstleister habe, hier trotzdem dann wieder ein Konzentrationsrisiko bekomme, weil letztendlich, sobald bei diesem Cloud-Anbieter etwas passiert, sehr viele Services von mir betroffen sein können. Das hat inzwischen auch der Regulator erkannt. Also mit DORA ist es so, dass die Dienstleister oder auch Cloud-Anbieter, die sehr stark von Finanzunternehmen benutzt werden, dann auch direkt unter die Aufsicht fallen und auch entsprechende Anforderungen erfüllen müssen. Genau, ein weiterer Punkt, warum es wichtig ist, dass ich mich auch mit Subdienstleistern beschäftige, ist, dass ich hatte mal einen Fall in einem Audit, da hat der Kunde sein ERP-System in die Cloud ausgelagert bei einem Anbieter. Und dann hat sich im Rahmen unserer Prüfung dann herausgestellt, dass dann die rechnungslegungsrelevanten Daten außerhalb der EU gelagert werden, weil der Cloud-Anbieter in den USA gesessen ist und auch sein Rechenzentrum dort hatte. Und in diesem Fall braucht man eben eine Erlaubnis vom Finanzamt, dass man die Daten dort außerhalb der EU lagern darf. Das heißt, auch um anderen rechtlichen Anforderungen nachzukommen, ist es wichtig, dass ich weiß, wo meine Daten letztendlich liegen. Eine Folie weitergehen. Schauen wir uns an, was ich dabei beachten muss, dass ich auch meinen gesetzlichen Pflichten nachkomme und auch meine Risiken besser im Blick habe, wenn es um die Unterauftragsvergabe geht. Erstmal muss ich schon, bevor ich den Vertrag überhaupt schließe, eine Risikobewertung durchführen, in der ich schaue, an wen vergibt eigentlich mein geplanter Service Provider seine relevanten Services, die mich auch betreffen. Ich muss eine Due Diligence durchführen, um zu schauen, ob der Service Provider, an den ich auslagern will, auch tatsächlich seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Muss schauen, ob die gesetzlichen Anforderungen alle eingehalten werden. Zum Beispiel hat er seine Rechenzentren in der EU, dass auch meine Daten entsprechend dann gelagert werden. Muss schauen, welche Auswirkungen haben Fehler. Muss etwaige Konzentrationsrisiken bewerten. Und muss auch schauen, dann regelmäßig bewerten, welche Auswirkungen wesentliche Änderungen haben. Wenn es dann in die Verhandlungsphase für den Vertrag geht, sollte ich auch im Vertrag direkt festschreiben, unter welchen Bedingungen überhaupt mein Dienstleister Services, die ich bei ihm einkaufe, an Subdienstleister weitergeben kann. Da muss ich ihn einmal vorschreiben, dass er dafür zuständig ist, dass er die Subdienstleister, an die er mit denen zusammenarbeitet, überwacht, so wie ich meinen Dienstleister überwachen muss. Muss mein Dienstleister wiederum seine Subdienstleister überwachen. Ich verpflichte ihn auch, dass er mir Bericht darüber erstattet, dass er mit welchen Subdienstleistern er zusammenarbeitet und wie er diese überwacht. Er muss entsprechende Risikobewertungen vornehmen, insbesondere auch vom Standort, wo seine Subdienstleister sind, damit ich eben auch im Falle von gesetzlichen Vorschriften und mit Datenschutz oder der Rechnungslegung oder auch wenn irgendwelche Sanktionen eintreffen, ich entsprechend reagieren kann. Mein Dienstleister muss sicherstellen, dass auch seine Subdienstleister Geschäftskontinuitätspläne haben, Anforderungen an die IT-Sicherheit führen und ich muss auch sicherstellen, dass mein Subdienstleister Revisions- und Zugriffsrechte auch bei seinen Subdienstleistern hat. Also im Endeffekt muss ich alle Dinge, die ich in den Vertrag reinschreibe, die ich bei meinem Subdienstleister machen darf, muss dieser Dienstleister auch bei seinem Dienstleister machen dürfen. Dann muss ich meinem Dienstleister vorschreiben, dass er auch wiederum die vollständige Unterauftragsvergabekette dokumentiert und mir die Dokumentation auch weitergibt und dass er sich auch darum kümmert, dass das aktuell bleibt, weil ich muss mich ja auch darum kümmern, dass ich in mein Informationsregister nachweisen kann, welche Subdienstleister ich habe.
So wie ich da, ich gebe dann auch die Verantwortung weiter und schaue inwieweit und schreibe dem Dienstleister vor, dass er auch seine Subdienstleister überwachen muss, dass er entsprechende KPIs bewertet und dass er informiert wird und auch mich dann weiter informiert, wenn es zu irgendwelchen wesentlichen Änderungen kommt in den Vertragsverhältnissen und ich meine Risiken dann neu bewerten muss. Ich sollte auf jeden Fall in meinen Vertrag reinschreiben, dass ich das Recht habe, den Vertrag mit meinem Service Provider zu kündigen, falls er sich nicht an die vertraglich festgelegten Verpflichtungen hält oder auch eine Unterauftragsvergabe macht, die laut Vertrag nicht erlaubt ist. Wenn wir eine Folie weitergehen, haben wir ja schon festgestellt, dass inzwischen auch der Regulator gemerkt hat, dass Auslagerungen immer relevanter werden und dass es deswegen auch vermehrt zu Konzentrationsrisiken kommt. Die BaFin hat hier im April diesen Jahres einen Artikel veröffentlicht mit dem Namen Auslagerungen im Finanzsektor, mehr Transparenz schafft Sicherheit. Der Artikel beruht darauf, dass Auslagerungen den Regulatoren, in diesem Fall der BaFin, angezeigt werden müssen. Die Anforderungen gibt es für Finanzunternehmen seit der EMMA Go bzw. der EMMA Risk und ein größeres Augenmerk darauf wird jetzt seit dem Wertpapierinstitutsgesetz und auch bei zum Gesetz der Stärkung der Finanzmarktintegrität gelegt. Das heißt, die BaFin hat jetzt zahlreiche Meldungen bekommen, über 20.000 seit November 2022 und hat eben festgestellt, dass es eine starke Zunahme von Auslagerungen gibt und dass diese Zunahme natürlich auch wieder Risiken birgt. Die BaFin ist jetzt hingegangen und hat die Daten, die sie bekommen hat, für den deutschen Finanzmarkt analysiert und hat jetzt die Konsequenz daraus gezogen, dass sie einen verschärften Fokus auf Cloud-Anbieter legt. Und auf der nächsten Seite sehen wir das Resultat dieser Auswertung. In dem Diagramm sieht man anhand dieser einzelnen Punkte, die man zum Beispiel diese grauen, diese lila riesigen Punkte zum Beispiel oder auch ganz rechts außen, wo diese ganzen grünen Fäden hingehen, das sind sogenannte Konzentrationspunkte, wo halt sehr viele Institute dann auf denselben Dienstleister zurückgreifen und wo man dann auch erkennen kann, wo es sehr starke Konzentrationsrisiken gibt und wenn dieser Dienstleister ausfällt, das dann zum Beispiel bei den Zahlungs- und E-Gelds-Instituten dann tatsächlich sämtliche Zahlungs- und E-Gelds-Institute betreffen würde, was natürlich wieder Auswirkungen auf den Finanzmarkt hat. Weitere Erkenntnisse der BaFin waren, dass anhand ihrer Umfrage sie festgestellt haben, dass jede zweite Ausbildung nicht wieder eingliedbar ist. Das heißt, weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen geht davon aus, dass wenn sie der jetzt der Dienstleister ausfallen würde, sie ihre Leistungen selbst erbringen könnten. Sie haben auch festgestellt, dass so eine Meldung, also ich melde an der BaFin, wenn irgendein Cyber- oder Sicherheitsvorfall gewesen ist, im Endeffekt gut für den Markt ist. Das heißt, ich melde dann, ich habe bei mir gab es oder bei meinem Dienstleister gab es einen Vorfall. Und die BaFin hat die Daten und kann dann alle anderen, die ebenfalls bei diesem Dienstleister sind, benachrichtigen, damit diese dann schneller auf den Vorfall reagieren können und so der Schaden begrenzt werden kann. Und diese Auslagerungsdatenbank soll erweitert werden, damit diese Vorfallsmeldung und die Weitergabe der Informationen noch besser funktionieren kann. Ja, natürlich das Ziel, dass möglichst wenig passiert, deswegen jetzt zur Risikoüberwachung und Steuerung kommen. Das ist zum einen natürlich vorgeschrieben, weil, wie Peggy vorher gesagt hat, ich bleibe immer dafür verantwortlich, auch wenn ich den Service auslagere. Und um dieser Verantwortung nachzukommen, dass ich im Falle eines Inzidents nachweisen kann, dass ich alles dafür getan habe, dass hier nichts passiert. Wollen wir kurz erklären, was man da zum Beispiel alles tun könnte. Das eine ist die Dienstleistungsqualität und auch die Inzidenz.
Das heißt, ich überwache, ob mein Dienstleister seine Lieferungen in der übergeforderten Qualität erbringt und auch in der angedachten Zeit. Ich kann regelmäßige Meetings mit meinem Dienstleister machen, wo ich eben durchgehe, was ansteht und was er zu tun hat. Sollten irgendwelche Inzidenz auftreten, habe ich die zu bewerten und zu schauen, ob sie irgendwelche Folgen für mich haben oder neue Risiken birken und ich meine Risikoanalyse und Mitigation entsprechend anpassen muss. Und ich habe natürlich den Recht, meinen Dienstleister auch vor Ort zu besuchen. Dann kann ich schauen, ob das IKS und das Risikomanagement meines Dienstleisters ausreichend funktioniert. Da kann ich zum Beispiel relevante Kontrollberichte auswerten, wie zum Beispiel den ISAE 3402. Der heißt auf Deutsch ist es der IDW-PS 951. Und oft gibt es auch sogenannte SOC-Berichte, nennt sich dann SOC 1 oder 2 mit Typ 1 oder 2. Hier muss ich aufpassen, wenn ich mich auf solche Berichte stütze, dass ich schaue, für welchen Bereich die sind. Gerade bei so großen Firmen wie AWS oder auch Microsoft. Die bieten sehr viele Services und die sind nicht alle unbedingt dann durch den Bericht abgedeckt. Also ich muss schauen, dass tatsächlich mein Service durch diesen Bericht abgedeckt ist. Ich muss schauen, dass er über einen Zeitraum geht. Es gibt Berichte, die bestätigen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das Kontrollsystem effektiv war. Und es gibt Berichte, die schauen sich einen längeren Zeitpunkt an, die schauen sich dann ein Jahr oder ein halbes Jahr an und dann sollte ich schauen, dass der Bericht möglichst aktuell ist und tatsächlich das jeweils vergangene Geschäftsjahr zum Beispiel abdeckt. Was auch wichtig ist, dass das Rechenzentrum, in dem, wenn ich ein Rechenzentrum habe, in dem dann die Daten liegen, auch von dem Bericht mit umfasst worden ist. Und natürlich sollte ich anschauen, welche Kontrollen der Wirtschaftsprüfer geprüft hat und ob da auch ineffektive Kontrollen dabei waren und ob diese ineffektiven Kontrollen dann irgendwelche Auswirkungen auf mich haben. Und es gibt auch noch Risikomanagementberichte, die ich ebenfalls danach auswerten kann. Ich sollte schauen, ob mein Dienstleister auch entsprechende Informationssicherheitsmaßnahmen getroffen hat. Das kann er zum Beispiel nachweisen, indem er mir ein Zertifikat nach dem ISO 27001 vorlegt. Hier ist es wichtig, dass ich auch nochmal in das SOA schaue, also das Statement of Applicability, wo auch eben wiederum steht, für welchen Bereich des Unternehmens die Zertifizierung geht und welche Kontrollen und Maßnahmen mein Dienstleister hat. Und da sollte ich eben schauen, dass tatsächlich auch meine Services betroffen sind und nicht irgendein Bereich, mit dem ich auch überhaupt nichts zu tun habe. Auch kann ich dann vom Dienstleister erstellte Berichte zum Risikomanagement oder zur Informationssicherheit auswerten. Beim Thema Notfallmanagement lasse ich mir vom Dienstleister zum Beispiel dessen Notfallpläne zeigen und auch die Nachweise, dass er diese dass er diese auch getestet hat. Beim Datenschutz kann ich Datenschutzberichte auswerten. Bei der Geschäftskontinuität sollte ich mir auch Notfall- und Wiederanlaufpläne zeigen lassen und ebenfalls hier schauen, ob die auch getestet wurden. Meine ganzen Pläne helfen nichts, wenn sie nur auf Papier stehen, sondern müssen natürlich regelmäßig überprüft und auch getestet werden. Beim Finance Management geht es um, dass ich eine Due Diligence durchführe, um zu schauen, ob das Unternehmen, an dem ich meine Services auslagere, noch liquide ist und ob er voraussichtlich noch in den nächsten Jahren auch dazu in der Lage ist, die Services weiterzuerbringen. Dann habe ich noch die Möglichkeit, direkt zu meinem Dienstleister zu gehen oder eine Firma dazu beantragen, einen Audit bei dem Dienstleister durchzuführen. Das Ganze ist sehr teuer und sehr aufwendig, weswegen es selten gemacht wird. Hier kann man zum Beispiel stattdessen dann auch hingehen und auf Auditberichte zurückgreifen oder auch der Wirtschaftsprüfer wird in der Regel eh ein Audit durchführen, dass ich hier die Berichte der Wirtschaftsprüfer anfordere.
Das bringt uns dann wieder zu Peggy, die dann erzählt, wie ich meine Dienstleistung beendige. Genau. Dankeschön, Pia. Also ausgehend von der Dienstleistersteuerung und Überwachung ist natürlich die Frage, was passiert, wenn der Dienstleister nicht wie vereinbart über mehrere Monate oder nicht wie vereinbart über mehrere Monate nicht liefert oder wenn die Leistung nicht passt oder eklatante Mängel auch im Kontrollrahmen des Dienstleisters festgestellt werden. Oder auch nochmal auf deinen Punkt, vorab zur Untervertragsvergabe zurückzukommen. Wenn der Dienstleister Änderungen im Liefergegenstand oder Leistungsgegenstand oder in der Unterauftragvergabe durchführen möchte und ich nicht informiert werde, dann sollte ich mich spätestens zu dem Zeitpunkt mal auf mein auf mein Notfallmanagement besinnen und über eine vorzeitige Kündigung auch nachdenken. Also das startet natürlich auch mit der Basis in der Vertragsgestaltung. Also hier sollte ich auf jeden Fall auch das Kündigungsrecht bei Problemen mit der nicht nur IT-Sicherheit, aber auch mit dem Leistungsgegenstand oder nicht erbrachten Leistungsgegenstand beim Dienstleister mal oder berücksichtigen. Dann sollte ich auf jeden Fall auch parallel dazu schon eine Ausstiegsstrategie erarbeitet haben. Darin auch getestet oder darin sollten auch Ausstiegspläne drin sein, die regelmäßig getestet sind und auch immer aktuell gehalten werden, weil ich einfach auch einen Ausstieg ohne Unterbrechung des Betriebs gewährleisten muss. Oder auch, dass ich die Dienstleistungsqualität auf gar keinen Fall beeinträchtige. Es geht dann rüber zu den Übergangsplänen mit alternativen Lösungen. Hier ist auch also auch nochmal auf die BaFin-Auswertung zurückzukommen, die ja auch gesagt hat, dass jede zweite Ausgliederung nicht wieder eingliederbar ist. Also der Service kann selbst nicht mehr erbracht werden. Hier muss ich mir natürlich die Karten legen. Kann ich es selber machen? Wie erfolgt der Datentransfer? Also ich muss auch vertraglich verankert haben, dass der ursprüngliche Dienstleister mir die Daten in einem bestimmten Format auch zusichert nach Beendigung. Das heißt, ich brauche einen Datentransfer von meinem ursprünglichen Dienstleister zu einem anderen Dienstleister oder an meine eigenen Systeme und muss da dann natürlich sicherstellen können, dass ich selber überhaupt damit arbeiten kann oder überhaupt diesen Prozess oder Geschäftsprozess dann abbilden kann. Und dazu gehören dann auch die Notfallpläne. Das heißt, für den Fall der außerplanmäßigen Kündigung oder auch bei fehlenden Alternativlösungen muss ich genau wissen, was zu tun ist. Und wenn ich das alles sozusagen vorbereitet habe, kann ich auch das Vertragsverhältnis beenden. Worauf ich achten muss, ist hauptsächlich, dass ich die Daten zurückbekomme, also in einem vereinbarten Format, auch vollständig. Und was auch immer zu einem Audit-Finding geführt hat in der Vergangenheit, war, dass einfach über lange Jahre hinaus die Zugangsrechte in den eigenen System immer noch, also für den IT-Provider immer noch vorhanden waren. Also das heißt, hier muss ich auf jeden Fall so zeitnah wie möglich sicherstellen, dass die Zugangsrechte des IT-Providers in meinen Systemen auch gelöscht werden. Genau, und damit wäre ich dann sozusagen auch ja fein und könnte rüberschwenken zu dem nächsten oder zu einem alternativen Dienstleister. Oder ich mache es wie gesagt selbst. So, und wenn wir uns jetzt nochmal oder wenn wir jetzt nochmal zum Anfang der Präsentation zurückspringen und um den Kreis zu schließen, können wir jetzt auch mit diesem ganzen Wissen die Fragen beantworten oder mit einem effizienten TPM Rahmenwerk diese Fragen von der ersten Slide beantworten. Also wieso wurden wir so spät informiert? Das ist natürlich auch eine Frage der vertraglichen Vereinbarung. Wenn ich vertraglich vereinbart habe oder ich sollte eigentlich vertraglich vereinbart haben, dass ich innerhalb einer bestimmten Frist auch informiert werde. Also es sind teilweise 24 Stunden, die ich informiert werde, sobald wie möglich. Manche Dienstleister setzen das ein bisschen nach oben, auch machen eine 48 draus oder andere basieren dann auf auch der Meldepflicht
nach der Datenschutzgrundverordnung von 72 Stunden. Also da muss man auch schauen, wie kritikal ist denn auch der Service, den ich da beschaffe. Dann habe ich, welche Informationen sind betroffen, betrifft es die Verfügbarkeit? Das ist eine Frage, die kann ich schon mal über die Risikobewertung abdecken. Das heißt hier, wenn ich auch die Verfügbarkeit betrachte, auch in die BIA reinschaue, wie verfügbar soll jetzt beispielsweise mein Service sein, dann kann ich sozusagen hieraus auch Schlüsse ziehen. Welche Auswirkungen hat der Incident? Es ginge auch auf die Steuerung und Überwachung. Dann hat der Incident sogar seinen Ursprung bei einem IT-Dienstleister. Hier kommt das Informationsregister ins Spiel. Das heißt, wenn ich mein Register ordentlich und wirklich präzise gepflegt habe, kann ich in die Unterauftragnehmer switchen oder gehen, also wirklich tief in die Lieferkette gehen und sozusagen erfahren, dass bei dem Service sozusagen der Dienstleister drin ist oder auch der Subdienstleister drin steckt und ich darauf dann Schlüsse ziehen kann. Auf welche internen Prozesse wirkt sich der Prozess Incident aus? Also es geht auch wieder auf die Risikobewertung, dass ich sozusagen auch eine Impact-Analyse mit oder mit betrachtet habe, noch weiß, welche Geschäftsprozesse interagieren mit den anderen Geschäftsprozessen. Hätten wir es vorher ahnen können, das ist ein Punkt, der geht stark auf die Steuerung und Überwachung. Das heißt, wenn ich regelmäßig Service-Meetings mit dem Dienstleister auch durchführe, auch nicht nur einmal jährlich, sondern wirklich wöchentlich oder auch monatlich, dann habe ich einfach eine ganz andere Basis. Ich weiß, also welche Probleme hat vielleicht auch der Dienstleister? Woran hakt es gerade? Wie ist überhaupt mein Service gerade aufgestellt oder abgebildet? Und kann hier schon mal ja forecasten, ob ich irgendwie ja Potenzial oder ob es Potenzial gäbe für ein Incident. Wie sind die Wiederanlaufpläne definiert? Klassisches Notfallmanagement und zum Schluss auch, wenn ich dann auch schneller an die Lösung rankomme, gibt es alternative Dienstleister, dass ich sozusagen auf die Exit-Strategie verweise. Genau. Und an dieser Stelle sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Vielen Dank. Und Sarah, ich weiß nicht, gibt es schon Fragen oder gibt es zu Ja, viele Fragen? also Dankeschön. Ja, es gibt einige Fragen, die hier reingeploppt sind. Und zwar, es wurde ein bisschen, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, weil die erste Frage ist ein bisschen länger. Da geht es darauf ein, wie sich eigentlich das Risikoprofil von den Dienstleistern in den letzten Jahren verändert hat. Also ob es bestimmte Trends gibt, die besonders auffällig sind, worauf man achten sollte. Ja, genau. Ja, es ist immer sehr individuell eigentlich. Wir haben, also auch beim Kunden wir haben uns über einen bestimmten Zeitpunkt auch oder Zeitraum auch die Profile angeschaut. Und es hängt auch immer so ein bisschen ab, wie stark sozusagen die Business Owner da drin sind. Also manche sagen dann, ja, mein Risiko hat sich verändert oder ist es da jetzt eher der Fokus drauf? Aber pauschal können wir jetzt nicht sagen, dass sich da in irgendeine Richtung das Risiko verändert hat. Also hier, hast du da irgendwie noch einen Einblick drin? Ich glaube, man liest immer halt, dass die Cyberrisiken steigen, aber das ist halt sehr allgemein gefasst. Also wir betrachten auch ganz klar, also nicht nur das Cyberrisiko, sondern in den Risikoanalysen für Ausgliederungen oder auch für Non-SIS betrachten wir halt auch Compliance-Risiken, Informationssicherheit, also generell EKT-Risiken, Reputationsrisiken, finanzielle Risiken. Und es ist halt immer, ja, abhängig von dem eigentlichen Service, wie die bewertet werden. Also mal ist das Compliance-Risiko dann viel stärker, also überraschenderweise als ein Informationssicherheitsrisiko. Ja. Wir sind jetzt auch sozusagen darüber oder dazu übergegangen, stärker auch nochmal in das Cyber-Risiko reinzuschauen. Und das dann auch nochmal stärker in die Due Diligence einzubauen.
Ja, super. Also was man eben festgestellt hat, ist, dass die meisten großen Firmen zum Beispiel inzwischen sehr gut gegen Cyberrisiken geschützt sind und dass die Hacker da inzwischen eben versuchen, über die Dienstleister reinzukommen, dass sie eben dann die Daten beim Dienstleister abgreifen. Ja, Und spannend. vielleicht Da schließt heimischen nämlich, Unternehmen. ja, dein Punkt schließt nämlich auch genau die nächste Frage hier an. Wo eigentlich die größten Herausforderungen im Outsourcing liegen, wenn man die neuen Technologien betrachtet. Also hat man da Themen wie Cloud-Dienstleistungen, die aktuell zu Problemen führen, oder gibt es auch schon sowas wie KI-Auslagerungen, die zu Problemen führen können? Also den Punkt hatte ich anfangs mal gege oder gebracht. Wir hatten tatsächlich bei einem Kunden den Fall, dass die einen Service nicht als IT-Service sozusagen klassifiziert haben. Und auf einmal kam es halt zu einem Datenschutzvorfall, also der auch wirklich tiefgründig war oder tiefer gegangen ist, wo extreme Mengen abgezogen wurden. Und da hat sich die Frage gestellt, warum hat denn dann niemand drüber geschaut? Ja, der wurde nicht klassifiziert, weil sie überhaupt nicht wussten, dass da am Ende der Kette noch, noch ganz viele Subdienstleister waren. Da ist man dann übergegangen und gesagt, wir müssen halt einfach das Rahmenwerk nochmal neu überarbeiten. Wir müssen jetzt die Kriterien schärfen, wann wir wirklich von einem IKT-Service sprechen. Also, ja, sind wirklich so. Vielleicht ist es einmal vorgekommen, ja, aber dann geht man da auf jeden Fall ein bisschen klarer vor. Oder habt ihr Best Practices, um die Kontrolle zu behalten bei diesen ganzen Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Dienstleister? Das ist ja auch so ein Thema. Also ja, grundsätzlich sollte man die Subdienstleister vor allem im Register auch dokumentieren. Was dann auch wichtig ist, das hatte Pia auch gesagt, dass man eine Risikoanalyse auch in Richtung Subdelegation macht oder Subdienstleister macht. Wir haben auch für einen Kunden jetzt genau sowas entwickelt, wo wir gesagt haben, wir machen es jetzt erstmal sehr einfach. Wir nehmen uns wirklich die Compliance-Berichte, also wir gehen in die Control Assurance von den Subdienstleistern, dass wir über den Dienstleister, also über den direkten Dienstleister, alle Compliance-Berichte einsammeln, sei es zum IKS, zum Risikomanagement, Informationssicherheit, was hatten wir noch, Resilience, Datenschutz, dass wir uns diese Themen einsammeln. Und dann schauen, sind die erstmal verfügbar? Wenn ja, wie sind die Berichte überhaupt bewertet? Und können wir daraufhin auch schlussfolgern, ob das eine Kritikalität oder wie kritisch dieser Dienstleister eigentlich eingewertet werden kann? Da Also, kam, dass man so ein bisschen so einen Überblick behält. ja, da kam direkt eine Frage dazu gerade noch rein, Okay. wer für dieses Register zuständig sein sollte. IT, Fachabteilung, Risikomanagement. Also, es ist immer, also TPM-Funktion würde ich halt sagen. Da muss man natürlich schauen, wo ist die TPM-Funktion also angesiedelt. Es ist unterschiedlich, wo angesiedelt. Entweder ist es halt bei ja, BCM Resilience drin oder ich habe das im Risikomanagement angesiedelt oder auch in der IT. Also ich kenne Firmen, wo es wirklich in der IT oder in der Informationssicherheit angesiedelt ist, aber es sollte wirklich eine Funktion bestellt werden, die sagt, ich habe jetzt meinen Blick über alle Dienstleistungen, über alle IKT-Dienstleistungen und ich bin dann auch zuständig dafür, dieses Register zu führen. Also wirklich, also laut DORA sind es ja wirklich 95 Attribute, also für die kritischen Services oder kritischen Funktionen. Also das ist schon ein mächtiges Ding. Aber man kann darauf wirklich arbeiten. Man hat eine extreme Datenbasis dann auch geschaffen. Eine Frage war auch in Richtung geopolitische Entwicklung, ob man da auf die Gestaltung und Steuerung von Outsourcing-Verträgen Fokus drauf legen muss. Also ich erinnere mich, ich habe mal eine regulatorische Prüfung begleitet, da ging es um Outsourcing in dem Kontext und darüber, wie kann ich sicherstellen, dass Amazon nicht meine Daten irgendwo in den USA lagert, außer ja, ich meine, Vertrag, Papier ist geduldig. Im Vertrag kann ich es mir natürlich reinschreiben lassen, aber wie stelle ich das genau sicher? Und dann war die Rückmeldung, ja, kann ich irgendwie gar nicht machen. Wie steht ihr zu dem Thema?
Ja, vor ähnlich. Ist total schwierig. Also ich bin Freund davon, das nicht nur vertraglich zu verankern, sondern wirklich technische Maßnahmen auch zu ergreifen, um sowas eher zu unterbinden. Das ist bei Amazon, bei Azure ist das extrem schwierig, ja. Also ich hatte vorhin auch den FISA Act erwähnt. Wie macht man es, ja? Also entweder man unterbindet das sofort, also intern, oder sagt auf gar keinen Fall mit amerikanischen Unternehmen oder mit also mit russischen sowieso nicht, aber dass man auch auf die Sanction States achtet, nur in der EU einkauft etc. Ja, muss man auch schauen, wie man sich da wettbewerbsfähig hält. Ja, weil da schließt sich auch die Frage aus der Runde noch an. Wie seht ihr das systemische Risiko des Ausfalls von Microsoft oder Amazon? Also sind ja die größten Cloud-Anbieter. Wie kann man dieses, ja, wie kann man das für sich einwerten? Wie kann man damit umgehen? Pia, möchtest du die Frage beantworten? Ja, ich meine, hat inzwischen auch die Behörden erkannt. Also wir gehen davon aus, dass jetzt mit DORA auf alle Fälle AWS und Azure unter die direkte Aufsicht fallen werden der Behörden. Und ansonsten denke ich, sie sind, dass man hoffen muss, dass da nichts passiert. Also im Endeffekt, wir sehen es auch bei unseren Analysen, im Endeffekt irgendwann. So viele Dienstleister man hat, irgendwann landet man immer bei den zwei Großen und hat dort halt ein gewaltiges Konzentrationsrisiko. Und ja, man kann darauf hoffen, dass jetzt hier der Staat noch ein bisschen mehr reguliert, aber an sich sind die Unternehmen auch recht gut aufgestellt. Also wir haben ja sehr viele Rechenzentren, sehr viele Georedundanz. Zu dem Register kam noch eine Frage rein. Wer, nee, Moment, zum Subdienstleister, ich bin verrutscht. Wie kann man herausfinden, ob und welche Subdienstleister vom Dienstleister eingesetzt werden? Also sonst kann man ja die Risikoanalyse nicht machen. Ja. Also bei der Vertragsgestaltung sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die schon mit eingebunden sind oder dass die auf jeden Fall genannt werden. Da kann man auch darauf bestehen oder im Nachhinein nochmal nachfragen. Also wir hatten das auch bei einem Kunden, der teilweise nicht alle vollständig dokumentiert hatte. Da sind wir dann nochmal sozusagen an den Dienstleister herangetreten und haben uns die Informationen geholt. Zu den Subunternehmen oder Subdelegationen, Dienstleistern, wie auch immer, also ganz verschiedene. Ja, also allgemein wäre das dann der Tipp, wenn man Ja. bestehende Vertragsverhältnisse hat, wie man. Absolut, ja. Ja. Weil das ist nämlich auch nochmal eine Frage, wo fange ich denn eigentlich an, wenn ich schon bestehende Vertragsverhältnisse habe, die eben nicht so aufgesetzt sind, dann sagt dann natürlich auch der Dienstleister, ach, das lasse ich mir jetzt vergolden vielleicht, wenn ich dann neue Anforderungen habe. Ja, das wird jetzt auch ein Thema mit Dora, weil ich da ja auch ja, stärkere Anforderungen an die Vertragsgestaltung habe. Hier müssen tatsächlich die Verträge alle nochmal neu überprüft werden und neu verhandelt werden. Also da muss man entweder sich die Karten legen, ob man dann weiter mit dem Dienstleister arbeitet oder nicht. Ich glaube, bei einigen, ich kann jetzt keine Prozentzahl nennen, aber bei einigen wird es wahrscheinlich reibungslos ablaufen. Bei anderen, die werden sich vielleicht nicht solche Verträge dann, oder mit denen ist es schwieriger, die Verträge dann auszuhandeln nach DORA. Aber ich denke, viele sind tatsächlich kompromissbereit oder kooperativ. Sozusagen. Aber es muss reingegangen werden und also man sagt auch oder man schätzt auch, diese Vertragsgestaltung wird einiges an Zeit auch und Aufwand noch kosten. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, wirklich. Also ihr merkt, unglaublich viele Fragen in unglaublich viele verschiedene Richtungen. Da kam noch ein Punkt gerade rein. Laut DORA sollen Ausstiegspläne ausreichend getestet werden. Gibt es hier schon Erkenntnisse aus der Praxis zur Umsetzung, gerade wenn schon von den großen Cloud-Dienstleistern gesprochen wird? Tatsächlich noch nicht so nie. Pia, hast du da sonst einen Einblick Ich drauf? glaube, so hat noch niemand, wir hatten wahrscheinlich alle bis Januar. Ja. Wenn
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Eine Frage, die geht tatsächlich jetzt gar nicht ins Fachliche so sehr rein, sondern eher ins Kommunikative. Wenn ich einen IT-Risk Manager in einem so kleinen Unternehmen habe, wie soll ich diese aufwendigen Risikoanalysen denn beim Top-Management anbringen? Also wie kann man das ganze Thema denn forcieren, damit ich da ja, Zeit bekomme, Budget bekomme? Wie kann ich das Top-Management da auf meine Seite holen? Ich denke, es ist einmal dadurch, dass auch immer mehr passiert, was sich vom Dienstleister dann auf das eigentliche Unternehmen auswirkt, dass man so argumentieren kann. Eben auch nochmal die Wichtigkeit aufzeigen und ansonsten auch kritikalitätsbasiert vorgehen. Also, dass ich bei den Unternehmensprozessen, die besonders kritisch für mein Unternehmen sind, hier halt eher meine Risikoanalysen fahre, als wenn ich jetzt irgendwelche unkritischeren Prozesse ausgesourcet habe. Aber dass ich der Geschäftsleitung schon ein bisschen auch die Vorteile zeige, dass sie dann eben abgesichert sind, wenn was passiert und man schnell reagieren kann. Genau, diese Absicherung ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich bin kein Freund von Angstschüren, so nach dem Motto, aber schon realistisch auch aufzeigen, was kann denn passieren, wenn jetzt zum Beispiel der und der Prozess nicht mehr durchläuft, weil er ausfällt oder weil der Dienstleister nicht liefert oder nicht unterstützen kann, dass ich hier vor allem schon mal über die Risikoanalyse dann eine Tendenz aufgemacht habe. Ja. Was auch vielleicht helfen kann, ist mit einer gesetzlichen Keule zu kommen. Also Finanzunternehmen müssen das jetzt laut DORA machen. Sehr viele Unternehmen werden unter NIS 2 fallen. Da liegt jetzt noch kein finaler Gesetzesentwurf vor. Der kommt laut neuester Schätzung nächstes Jahr im März. Aber dass man auch hier sagt, dass man eine gesetzliche Verpflichtung hat, das zu tun. Ja, und ansonsten, wie ich auch gesagt habe, der risikoorientierte Ansatz, wenn ich eben nicht die Kapazitäten habe, alles auf einmal anzugehen, dann muss ich mir einen guten Plan machen, wie ich denn risikoorientiert mit der Kapazität, die ich habe, die Themen angehen kann und abarbeiten kann. Ah, da kommt noch eine Frage. Haben Sie Tool-Empfehlungen für die unterschiedlichen Prozessschritte und Handlungsfelder, um insbesondere die bestehende und künftige Vertragsgestaltung mit Dienstleistern effizient anzugehen? Ich vermute, das ist nicht Excel, was ihr sagen werdet. Also wir haben Kunden gesehen, die ja leider Gottes Excel nutzen, auch das Register in Excel aufbauen. Aber man kann das auch, also man kann pragmatisch daran gehen, dass man das in Excel aufbaut, ja, dass man zuerst mal eine Datenbasis schafft. Man kann es auch mit Office 365 machen. Also es gibt da extrem tolle Funktionen, auch über die MS-List-Funktion oder SharePoint, dass man das direkt in SharePoint sozusagen anlegt, also MS-List. Und sonst, ja, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber es gibt sehr viele Anbieter, die den ganzen Prozess auch durchlaufen können. Also angefangen mit Archer, ServiceNow, wenn wir sozusagen in die teureren Richtungen gehen. Es gibt aber auch kleine Anbieter, da muss man wirklich schauen, wie viel kann man in die Hand nehmen, wie viel will man investieren oder kann man investieren, und was ist sozusagen mein Case? Also ja. Was ist wirklich der Nutzen dafür? Also es gibt viele Tools, die dann sagen, ja, wir haben schon was, auch kleinere GRC-Tools, das kann man alles einbauen, dann ist man aber so ein bisschen auch in der Workaround-Lösung, und muss halt viel klicken. Ja, aber das ist, ja, da muss man schauen, wie man sich so aufstellt. Aber Ja, ich glaube, für solche Fragen, da kann man euch sicherlich im Nachgang nochmal über LinkedIn zum Beispiel absolut, kontaktieren. absolut. Ja, gerne. Und da stehen die Kollegen auf jeden Fall für einen Austausch zur Verfügung und unterstützen da. Haben ja sehr viel Erfahrung. Also deshalb auch im Hinblick auf die Zeit. Vielen, vielen Dank für den tollen Einblick. Ich fand es unglaublich spannend. Ihr habt ja auch an der Reaktion gemerkt, es kamen so viele Fragen. Es sind tatsächlich auch noch ein paar Fragen offen. Aber da würde ich einfach die Runde bitten, die Fragen gerne direkt an euch zu stellen. Ja, dementsprechend vielen, vielen Dank für die Zeit und ich fände es schön, vielleicht nächstes Jahr mit einem Update aus dem Thema, wenn die Regularien wie DORA, NIS 2 etc. greifen, da wird es bestimmt nochmal richtig viel Bewegung reinkommen, wenn wir uns dann wiedersehen.
Das wäre wundervoll. Schön. Dankeschön, Sarah. Danke euch für die Zeit und schon mal vorab an alle ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Dankeschön, ebenso. Tschüss. Tschüss. Tschüss.